Ich weiß gar nicht, stelle ich das am Anfang oder stelle ich das am Ende hin? Eigentlich kürzer am Anfang hin. Also diesmal wird es im Video ein bisschen ein Zeitsprung. Also heute ist Sonntag und danach zeige ich euch, wie die Restwoche so gelaufen ist. Es war ja nicht so ganz das Schönste, was wir diese Woche so gemacht haben. Insofern, ich mache das als langes Intro, glaube ich das mal. Also, dann viel Spaß beim Vlog. Zusammen. Der Tag danach, also wir haben noch, die Kühe sind schon sehr entspannt wieder drin, denen taugt es wie Sau. Ja, den Hund habt ihr ja gesehen, der geht ab wie Schmitzkatze. Kann ein Hund abgehen wie Schmitzkatze? Das ist echt eine gute Frage. Auf jeden Fall war das ein echt ein Akt, ey. Vielleicht müssen wir das nächste Mal einen Ticken eher raussuchen oder einen Ticken trockener fahren. Mein gut, wir haben jetzt dann immer das Problem, dass es hier hinten halt hier. Sag mal, da hinten halt zum Tor reinläuft das Wasser und nicht mehr da oben rüber schießt. Also insofern sollte das jetzt besser sein. Schaut gleich wieder ganz anders aus, der Stall, ne? Echt gigantisch. Oder? Was sagt ihr dazu? Nix. Halt, da bleiben. Ein bisschen noch was Unschönes. Also ihr habt es beim Vlog, beim Sven im Vlog gesehen, dass Sven mit den Kühen aufhört. Verstehe ich seine Entscheidung, aber da blutet halt immer das Herz. Also deswegen viel Kraft an euch da oben, wenn ihr dann die letzten aufladet. Da können wir schon ein Tränchen verdrücken, ne? Da weiß ich auch gar nicht so, was ich dazu sagen soll. Das ist halt immer schade, wenn sowas ist. Vor allem, wenn sie jetzt erst in den Kompoststall eingezogen sind. Schade. Echt schade. Naja, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Hinweis, also man darf nicht immer bloß den Verbraucher die Schuld geben, aber vielleicht ist es dann doch ein bisschen der Hinweis darauf, kauft regional, geht zu den Betrieben raus, die es so offen machen, schaut euch die Betriebe an, dann wisst ihr, wo es herkommt. Sprecht nicht immer einen Generalverdacht aus in die Landwirtschaft, sondern schaut euch wirklich an, was wo ist, wie gearbeitet wird, und lasst euch mal ab und zu gesagt sein, dass nicht alles schlecht ist, was wir in der heimischen Landwirtschaft zu treiben. Ich denke, das sollte man überall ein bisschen bei seiner Kaufentscheidung beherzigen und nicht immer meinen, regional ist teurer, sondern eigentlich ist es viel günstiger für die Umwelt, viel günstiger für den Transport, weniger Transporte und letzten Endes auch günstiger für euch. Also probiert es mal aus. Lasst euch mal drauf ein, auf das Konzept regional. Schaut es aus zu den Betrieben. Das ist, glaube ich, schon extrem wichtig, wenn ihr das unterstützt. Weil dann haben solche Betriebe in Größe von Sven und uns und den ganzen anderen haben auch eine Zukunft, weil ihr wollt alles klein und dann müsst ihr auch da einkaufen. Und somit ist es eigentlich ganz einfach. Genau. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag. Ich weiß gar nicht, stelle ich das am Anfang oder stelle ich das am Ende hin?
Eigentlich kürzer an Anfang hin. Also diesmal wird es im Video ein bisschen ein Zeitsprung. Also heute ist Sonntag und danach zeige ich euch, wie die Restwoche so gelaufen ist. Es war ja nicht so ganz das Schönste, was wir diese Woche so gemacht haben. Insofern, ich mache das als langes Intro, glaube ich das mal. Also, dann viel Spaß beim Vlog. So, guten Morgen zusammen. Der Morgen geht genauso weiter, wie der gestern Abend aufgehört hat. Der Häcksler ist kaputt. Verdammter Fuck. Also, bis gleich. So, schaut euch mal an. Also, meine Laune ist nicht so gut. Ich sag's euch. Ist ja immer was anderes. So, alles steht. Außer der Bernd, der wäscht den Wagen noch ab. Dass er dann wieder frisch eingesaut werden kann. Naja. So, wir müssen schnell noch Milch machen, dass die Pia fertig kommissionieren kann. Rübergeben wird gleich. Und dann. Schönes Telefon. Also bis gleich. So, der Häcksler kaputt. Und schaut mal, wie es da hinten aussieht. Nicht besonders toll. Und irgendwie stellt das Telefon schon wieder. Es ist jeden Tag das gleiche Spiel. Also, bis gleich. So, wir schauen mal kurz. Achtung. Wettervergleich. Irgendwas stimmt da nicht. Scheiße. So, mal kurzes. Wir schauen mal schnell ins Fahrsilo, was da so abgeht. Wahrscheinlich nichts. Solange der Häcksler da steht. Das ist aber nicht viel. Da müssen wir mal gucken. Also. So, jetzt passt auf. Samstag ist es soweit. Wir misten den Stall aus. Also ich eröffne eine Gruppe auf Facebook, okay? Und wenn ihr dann Bock habt. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr vorbeischauen. Bitte aber wirklich über Facebook anmelden. Damit wir einschätzen können, was kommt oder wer kommt. Achso, verdammt, ihr seht es ja zu spät. Also, ich poste eh noch was. Die meisten von euch werden es dann sicherlich auf Facebook bekommen. Und die, die es nicht mitbekommen, die sollten Facebook abonnieren. So einfach ist es. Ja, insofern, Samstag steht immer noch. Der Band holt morgen direkt die Siebanlage. Da werden wir den Kubota mal richtig auf Strecke bringen und herlassen. Ich glaube, von Kubota, wenn das jemand hört, ne, die denken sich, alter Schwede, warum haben wir den Schlepper hingestellt? 2 Wochen können wir da jetzt die Sau rauslassen damit. Ich habe ja gesagt, ich gehe auf jeden Fall nochmal schneller rum, das mache ich auf jeden Fall. Und zeige euch mal ein bisschen, was der kann und was nicht, was geil ist. Also, ich bin den erst einmal kurz gefahren und der hat 170 PS auf 4 Zylindern, 6,1 Liter, also das heißt ein bisschen über 1,5 Liter pro Zylinder, das ist gar nicht schlecht. Der ist schon, glaube ich, relativ durchzugstark.
Ich bin jetzt mal gespannt. Also wenn es so läuft wie die Kiste hinten, also wie mein BRKW hinten, 6 Zylinder, 550 kW und 30 Liter Hubraum, ja, das ist schon geil. Naja, so, also jetzt füllen wir schnell Milch ab, wenn der Mist da drin ist, dass die Bier weiterkommt und dann, ich muss mal schauen, ob das hingeht, dass ich euch mal, nee, ich kann euch nicht hinkleben irgendwie, dass man mal in der Maschine sieht, wie die so läuft. Nachdem es jetzt wirklich gut läuft, Holz. Ja, schauen wir mal. Also ich nehme euch auf jeden Fall mit rein und dann zeige ich euch das Milcherfüllen gleich noch. Ja, also, dann bis gleich. Ist doch scheiße. Super, dass es jetzt regnet. Scheiße, die läuft immer noch. In der Hitze, also bis gleich. So, pass auf. Hier ist unser Plattenwärmetauscher, ne? Praktisch der erste Vorteil. Also wir haben bloß 15% Energieneuaufwendung, haben wir letztens gesagt. Du hast im Endeffekt, kühlen wir die heiße Milch mit der kalten, bringen das bisschen Energie noch erst über die Biogas, und wenn es dann richtig hoch geht, über die 86 Grad, dann nehmen wir noch ein bisschen Strom dazu. Und dann ist die Su da. Warte mal. Dann wird rückgekühlt, dann kommt der Kühlturm und danach kommt noch das Eiswasser, dass wir wirklich auf 3,5 bis 4 Grad sind. Ja, schau da her, hier 4 Grad, es funktioniert. Genau. Und das da, hier zeigen wir das Ganze auf, ja? Also das heißt, wenn da Alarme sind, wie sich unsere Temperaturen einpendeln. Das wird alles mitgeschrieben, mitgelockt, auf der Festplatte unten gesichert und genau. Und wir schauen jetzt mal, dass wir abfüllen, dass der Hubraum weiter auf die Strecke kommt und dann gehen wir raus, Wärmemittelverfahren, silieren ist ja eh. Und dann gucken wir, was noch zu tun ist. Wenn der Häcksler irgendwann wieder geht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Also bis gleich. So. Das ist schon wieder scheiß, die Pumpe verstopft schon wieder, also die Vollgrundpumpe. Ich glaube, das sind Hackschnitzel, bin mir sogar nicht sicher. Nur wo die in einem Rohr sich ablagern können, sollen, tun, kein Plan. Überhaupt kein Plan. Ich weiß auch langsam nicht mehr, echt. Irgendwie muss doch da Fräse geben, Pumpe, kleinkackt, fertig. Das kann nicht sein, dass da ständig irgendwas hängt, ey. Max kriegt da schon die Krise. Wenigstens hält das Wetter noch ein bisschen. Motor, ist da schon was drin? Die alte Lusch. Also. Dann bis gleich. We'll be right back.
So, guten Morgen zusammen. Ja, ihr habt noch überall den Mais drauf. Oder wahlweise auch das Sudangras. Schau mal im Hintergrund. Das schaut jetzt recht unspektakulär aus. Das sind so 2000 irgendwas Kubik. Und gestern Abend im pissigsten Regen haben alle noch mit zusammengelangt, also danke dafür. Jetzt ist zu. Silo ist nicht ganz, ganz voll, aber wir dürfen uns nicht beschweren. Aber das hat sich gestern auf jeden Fall rendiert, dass wir noch drauf gehabt haben. Schaut euch mal an, wie das aufgast schon. Ich gehe davon aus, dass wir wieder nochmal abdecken dürfen. Wenn da jetzt ja schon so viel Gas drauf ist. Mega! Der Hund mag heute keine Leute. Mehr Hund. Mehr Hund. Magst du keine Leute, Hund? Hm, der Beinchen, was macht denn das? Wir decken ja so gerne neu ab. Habt ihr das gesehen? Wie sauber wir gestern im Regen abgedeckt haben. Ist das nicht mega? Geil, oder? Da schweben sogar die Sandsäcke schon ab. Ach du Scheiße, wir decken heute echt neu ab. Da vorne, passt auf. Tun wir heute Holz noch da weg. Das letzte Bauholz, weil man darf es ja nicht anzünden, ne? Also kommt das komplette Holz weg. Und das wird dann fachgerecht entsorgt. Und unser Hof wird wieder ein Stück sauberer. Ja! Jetzt. Wo fährt denn der hin? Mein Herrn, Gesangsverein! Der Bernd ist auf jeden Fall schon unterwegs und fährt die Siebanlage holen für morgen. Also für Samstag, fürs Ausmisten. Ich bin so gespannt, wie das funktioniert und dass es funktioniert. Und ich hoffe so, dass es geht. So, ich will doch nur zur Biogas runter. Soll ich da gucken jetzt was? Steht schon, die Siebanlage.
Der Kompost kommt halt komplett raus. Obwohl, jetzt schaut er eigentlich wieder gut aus, ne? Ne? Kühlis. Ja. So. Test. Wir probieren mal noch weiter. Dann sehen wir schon, was da geht. So. Also sei mir nicht böse, wenn ich nicht alles mit kommentiere, weil irgendwie ist das männliches Multitasking, ne? Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, das ist einfach mal ein Versuch. Es läuft schon etliches raus hier. Aber das ist auch noch trotzdem sehr grob und sehr feucht. Ja, was ich jetzt versuche, dass wir das dann einstreuen und letzten Endes mit Winkelspelz dann
wieder schön trocken machen. Und dann kann es gleich richtig abgehen. Ja, probieren muss man was, sonst geht's nicht. Naja, das läuft dann auf die Biogas da ohne Probleme. Also. So, das Material kommt natürlich gleich wieder rein, also das Grobe. Der Mann siebt und siebt und siebt. Das ist der Sieberich. Und der Erik hockt tapfer mit drauf. Naja, da hinten merkt man schon, dass das feine Material dann rausgeht. Aber es kommt immer noch zu viel, ne? Hier. Ah, es ist wohl so. Ein Geh vor! Ist viel zu klein. Nee, die Siebenlage ist eigentlich nicht so klein, aber ja, vielleicht kommt es auch so vor. Es ist ein Mühe zu nass, denke ich, dass die Siebenlage schnell arbeiten kann. So sieht es jetzt halt. So viel kommt hinten raus gerade. Das ist jetzt einfach mal ein Versuch. Es kann auch sein, dass wir nächste Woche alles nochmal ausräumen, aber wir wollen einfach probieren, dass das am Schluss weniger Material, weniger frisches Einströmmaterial braucht. Weil, wie wir jetzt gerade so schön merken, ist da echt, echt Dampf drin, ey. In unserem Material, das ist mega und ich glaube, wir müssen das in 25 Kilo Säcke packen. Für einen Kleingarten, das wäre das Richtige. Das wäre absolut das Richtige. Schauen wir mal, wie das dann einläuft. Warte mal, Band verstopft. Hier das Grobe und Feuer ist ja noch drin. Ne? Also letzten Endes will ich jetzt dann hergehen und das ganze Dinkelschmelz drauf und dann geht die Luzi aber ab. Schieben wir unten mal schnell ein bisschen auf. An der Biogas, das muss man in die Biogas reinhauen. Das ist das Material, was man eigentlich verkaufen soll. Die Kühlis sind noch ganz entspannt. Mit dem Livestream. Ah, da muss ich gucken. Ich weiß echt nicht. Manchmal. Ja. Da bräuchte es da wieder extra Equipment. Irgendwie. Für alles immer ein bisschen was extra ist. Aber das Material sieht schon geil aus. Also es ist schon echt Wahnsinn. Leute, 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 sowas brauchen wir. Genau sowas. Dann hatten wir heute noch eine Führung. Privatführung. Also schöne Grüße ins Allgäu. Gab es eine Molkereiführung, eine kleine? Wir müssen schauen, dass es noch trifft. Nicht, dass hier wieder Bernd da den ganzen. Das Ganze zerstört. Weil der Radler hat ja da die Formel 1-Lenkung. Reagiert doch die. Das reagiert recht heftig. Was meint ihr? Alter!
läuft da viel Material durch. Das feine Material, also das ist ein bisschen trockener, das geht wie Harry, alter Schwede, ey. Leckt mich am Arsch. So, wo papp ich euch jetzt da hin? Wieder da. Hier gesiebtes Material, da vorne kommt jetzt Neues rein, die Kühe warten schon sehnsüchtig. Wir warten auch schon. Und unsere zwei Zuschauer, die tapfer harren die der Dinge, bis die Kühe dann alle. Mein Schild ist bloß mit dem Kopf. So, schauen wir mal. Reicht es bis daher? Auch Stimme aufnimmt, weil sonst ist es shit. Oder? Also, dann bis gleich.
Ja. Puh, Gefahr gebannt. Sind wir soweit, aber auch nur fast. Live läuft. Dann hol die letzten Hackschnitzel und dann geben wir da Gas, würde ich sagen. So, wer will aufmachen? Ach so! Müssen wir jetzt doch erst zumachen wieder? Wer hat den Drücker da unten? Oh weh. Die volle Randale. Ach so, dürft ihr aufmachen? Ich muss es nicht aufmachen. Ich muss es nicht aufmachen. Warte mal, Bernd, bevor du drauf drückst. Moment. Warte. So, läuft. Mann auf. Jeeha. Falsch, lauf damit. Oh, ein bisschen was müssen wir wahrscheinlich. Naja, das geht eh gleich. Ja. Oh. Erstmal mal schießen. Mal das Tor wegmachen. Oh, die ganze Kacke dann brennen. In die Schuhe? Ich habe auch neue. Also was heißt, ich habe neue? Neue gebaut. Links rein, rechts raus. Ich mach das schon, Bernd. Bernd, du musst hinten rein. Dann nicht los, dass ich drauf bin. Dann gib's mir, dann mal eine andere Richtung. So, die vier von der Tankstelle. Ach so, eine Seite gehört auf die andere. So, und jetzt läuft eine Kuh mit rum. Rummel, rechts rum. Wo sind wir schon? Der Praktikant. Jetzt wollte ich sagen, der Schiff, aber ist der Praktikant. Oh, das hat er mit Zwang eingedrückt, oder? Nein.
Da ist auch ja mit Zwang eingedrückt. Ist ganz schief. So, ein Feuer! Puh. Oh! Vloggy! So, jetzt kommt der Hund gleich wieder angeschossen. Mein Vater und der Bernd, die haben heute gerödelt wie die Sau. Ich habe noch ein wenig Leitung durchgespült mit dem Maestro. Jetzt geht es auch wieder, jetzt müssen wir die Pumpe nur noch anschließen. Die Kühlis haben wieder ein super schönes Bett. Erfolgreicher Tag, aber lang, verdammt. Und das Wichtigste ist ja, dass die Kühe wenig Stress hatten. Ich meine, die waren zwar den ganzen Tag da oben, ja. Aber unter ein paar Luschen haben sie ja hingelegt. Aber verständlich. Aber schaut euch das mal an, wie schnell da wieder Ruhe einkehrt. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Action gehabt. Nee, Schmarrn. Viertelstunde. 20 Minuten maximal. Und jetzt flacken die meisten schon wieder da. Was Cooleres gibt's ja nicht. Also schreibt mal unten rein, ob euch das taugt, wenn wir so lange Vlogs machen. Und übrigens Kanal abonnieren. Ha? Ja! Genau! So schaut's aus! So, Abendessen. Jetzt habe ich kein Akku mehr. Jetzt gehen wir rein. Ja, moin Leute, ne? Ich bin's, der Stief Max. Ich sitze hier gerade auf dem Tele, ne? Auf dem Digi. Der Björn und ich, wir sind hier noch ein bisschen am Kompost. Sieben bei der rosa Kuh hier. Die Bude ist schon neu eingestreut, die Mädels liegen schon im Schlaf. Der Bernd ist hier ganz fleißig, ne? Der Robby auch. Ja, jetzt sagt bei uns, trinken wir mal eben so eine kalte Gerstenschorle. Kann man das sehen? Lecker Veltinspilz, astrein.
Jetzt sitze ich hier auf dem Hobel und wie man sieht, die Italiener, nur weil die Wein saufen, meinen die, dass man hier keinen Bierflaschenhalter drauf braucht. Ja, gib es denn sowas? Das Ding wird am Montag erstmal ausgetauscht. Das kann ja keiner gebrauchen, so kann ich nicht arbeiten. Also liebe Hersteller von Teleskopladern und auch von Radladern, weil der Bernd hat den gleichen Ärger, meldet euch doch mal, wenn ihr einen Bierflaschenhalter auf euren Geräten installiert habt. Dann kommen wir da gerne in Verhandlung und würden dann einen Radlader und einen neuen Tele kaufen. Vielen Dank. So, das war's, ne? Auf Wiedersehen. Mm-hmm.